Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich kann meinen Kollegen nur zustimmen. Wieder einmal widmet die AfD ihrem absoluten Lieblingsfeind, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einen Antrag. Und wieder einmal belegt sie damit aber auch zugleich ihre eigene Plan- und Konzeptlosigkeit. Beim letzten Mal mussten wir hier noch über eine Enquete-Kommission zu den Reformen der Öffentlich-Rechtlichen reden. Der Rest des Hauses sollte sozusagen ihre Arbeit machen. Jetzt haben sie ganz tief in die Mottenkiste gegriffen. Mehr als 7 Jahre haben sie gebraucht, immerhin, um die Forderung des Bundesrechnungshofes, also von 2015, die Kollegen haben es schon gesagt, in einen Antrag, ich habe das Mikro, nicht Sie. Später. Sie werden nicht besser mit Ihren Zwischenrufen. Also in einen Antrag zu packen von 2015 und das auch noch unter Ausblendung aller parlamentarischen Behandlungen, die wir hier schon hatten, das ist eine Leistung. Infolge dieser Forderung sollen nur die Rundfunkanstalten mehr Steuern für Werbe- und Verwertungseinnahmen zahlen. Auf was liefe denn das hinaus? Auf etwa 6 Millionen. Auf etwa 6 Millionen im Jahr. Wem bitte soll das hier helfen angesichts der Probleme, die das Öffentlich-Rechtliche hat? Am Ende könnten im Übrigen auch die Mehrkosten auf die Gebührenzahler, auf die Beitragszahler. Es ist typisch für Sie, dass Sie genau dann hier laut werden und reinbrüllen ohne Ende, wenn eine Frau hier vorne spricht. Das ist ganz typisch. Danke, danke. Ich nenne das Anstand. Also es ist schon mal wieder bemerkenswert, dass die AfD gegen Rundfunkbeiträge wettert in der Öffentlichkeit, aber hier einen Antrag stellt, der im Grunde genommen zu genau dem Gegenteil führen kann. Und zugegebenermaßen, die Beiträge würden um ein Minimum überhaupt nur steigen. Und das zeigt, dass in Anbetracht der wirklich notwendigen und laufend diskutierten Reformen, Herr Grundl hat es gesagt, dieser Antrag ist einigermaßen unterkomplex, sich auf dieses kleine Detail zu stürzen. Meine Damen und Herren, die Skandale um den RBB, selbstherrliche Intendanzen, mangelnde Kontrolle und Transparenz befeuern den ohnehin in den letzten Jahren aufgelaufenen Reformbedarf. Und es ist ja reingegangen in die Reformdiskussion. Zudem verschärfen die Mehrbelastungen durch die Inflation den Druck auf die Haushalte der Anstalten. Wir wissen also, echte Strukturreform, wenn man sie denn wirklich will, erfordern Veränderungen in ganz anderen Größenordnungen. Meine Damen und Herren, auch über die wirtschaftliche Betätigung von Rundfunkanstalten ließe sich hier sehr gut reden. Da drängen sich aber ganz andere Fragen auf. Zum Beispiel sollen Öffentlich-Rechtliche überhaupt Werbung betreiben, Werbeausstrahlungen vornehmen. Eine zusätzliche Finanzierungsquelle ist das ist schon allen klar. Aber zugleich eben auch ein Impuls in Richtung Kommerz- und Quotenorientierung wollen wir aber gerade unterbinden. Und genau das muss diskutiert werden. Bezüglich aller Erlöse aus den Rechteverwertungen muss sich der Blick zuerst darauf richten, aber das ist Ihnen ja völlig fremd, was bekommen am Ende wirklich die Urheberinnen und Urheber davon? Meist viel zu wenig, da sind die Öffentlich-Rechtlichen nicht ganz vorne in der ersten Reihe. Frau Kollegin, Sie kommen bitte zum Schluss. Letzter Satz. Und auch deshalb gehört das mit zu dem Reformkapitel. Darüber wollen wir reden, nicht über Ihren Antrag. Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird.